Der Winter ist da und lässt mein Naturfotografenherz höher schlagen. Mein Lieblingsmotiv der letzten Tage ist ohne Frage dieses. Und ich hätte nie vorhersehen können, dass diese Geschichte noch eine tragische Wendung nehmen sollte. Oh, Alter! Eis. Schnee. Die ganze Landschaft ist bedeckt. Für mich der erste Wintereinbruch seit nunmehr 13 Jahren. Für viele Tiere der erste ihres Lebens. Ich bin für diesen Film an einen Ort gegangen, an dem ich eigentlich viel zu selten bin. Bonn. Meine Heimatstadt. Unser Stadtpark ist auch Heimat von vielen wild lebenden Tieren, die man hier aus nächster Nähe beobachten und dokumentieren kann. Unbeholfen und vorsichtig sind die ersten Schritte auf dem ungewohnten Terrain. Ich bin heute hierher gekommen, um dieses Gebiet zu erkunden und um einige Fotoworkshops vorzubereiten. Ich bin vor einer Woche schon mal hier gewesen, und zwar mit Henrike zusammen. Damals war es leider nicht so weiß wie heute, sondern eher ziemlich grau. Und das einzige brauchbare Fotomotiv, was wir da gefunden haben, war ein kleines Rotkehlchen, das wir Florian getauft haben, weil es einfach so zutraulich war. Und heute bin ich wieder hierhin zurückgekommen, in der Hoffnung, Florian wiederzutreffen und ein paar schöne Fotos im Schnee zu machen. Ich habe Florian ein kleines Geschenk mitgebracht, ein paar Haferflocken. Und meine Hoffnung ist jetzt, gleich, wenn die Sonne untergeht und sich dann so wunderschöne Muster in den Wellen, aber auch im Eis hinten ergeben, dass man Vordergrund Schnee, dann das Rotkehlchen und im Hintergrund ja diese schönen Muster hat. Das ist mein Wunschmotiv für heute. Mal gucken, ob es mir gelingt. Florian gibt heute alles und die Speicherkarte füllt sich schnell. Ich glaube, da ist einiges Brauchbares dabei. Ich habe aber noch was Besseres. Und zwar habe ich gerade da vorne gesehen im Baum eine Goldammer. Die habe ich hier ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und das kann das Ganze noch mal krönen. So eine kleine Zitrone da unten im Schnee. Und ich hoffe jetzt, dass sie sich zu Florian gesellt. Eine Goldammer im Schnee. Davon träume ich jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren. Auch diese Fotos sind schnell im Kasten. Und dann geht alles auf einmal ganz schnell. Wieder einer dieser Momente, wo einem schlagartig bewusst wird, wie hart das Leben manchmal sein kann. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Also der Reihe nach. Ich habe gerade das Rotkehlchen fotografiert, dann kam die Goldammer. Dann kam das Rotkehlchen Florian zurück und dann hat es sich mit einem Artgenossen gestritten. Und ich wollte gerade die beiden fotografieren, als auf einmal etwas einen Meter vor meinem Kopf auf den Boden fiel.
Und als ich realisiert habe, was das war, muss ein Sperber irgendwo aus dem Baum hier die beiden kämpfenden Rotkehlchen gesehen haben und sich auf die beiden drauf gestürzt haben. Oh. Oh, Alter. Ich hoffe, es hat nicht Florian erwischt, ehrlich gesagt. Das ist Natur. Bange Minuten des Wartens vergehen. Für einen Moment ist es so, als hätte die Natur den Atem angehalten. Als würde sie mit mir warten. Heute Nacht waren es, ich glaube, minus 10 Grad. Und dass Rotkehlchen die unmittelbare Nähe zum Menschen suchen, das ist durchaus relativ normal. Die haben gelernt, dass in der Nähe von großen Säugetieren, wie wir das sind, Futter anfällt. Dass ein Sperber 2,5 Meter vor meinen Füßen seine Beute schlägt, das ist, glaube ich, nicht normal. Und ich denke, das ist zu erklären durch die durchaus eisigen Temperaturen. Die Tiere haben Hunger und müssen Nahrung ranschaffen. Und das um jeden Preis. Ich kann euch beruhigen. Florian geht es gut. Heute hat es einen Artgenossen erwischt. So, das war ein aufregender Tag in der Natur, mitten im Stadtpark. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen ausnutzen, dann mache ich mich auf den Heimweg. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Natürlich möchte ich mich nicht von euch verabschieden, ohne euch die schönsten Fotos des heutigen Tages zu zeigen. Es war eine einmalige Gelegenheit, bei so winterlichen Verhältnissen direkt vor der Haustür fotografieren zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt es warm. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.